Ho, ho, fröhliche Weihnachten, meine Lieben, und einen schönen heiligen Abend. Wieder ein neues Video, Silvesterlook 23/24. Ich würde sagen, wir starten gleich mit dem Video, weil das wird ein sehr langes Video. Hallo meine Juicies, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn es das heißt Juicy Time. Heute folgt das Silvesterlook-Video. Und hier habe ich mir dieses Jahr wirklich ein Full Glam Make-up-Look ausgesucht. Letztes Jahr war ich ja so Soft Glam unterwegs und dieses Jahr habe ich gedacht, lass es richtig explodieren. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mit dem Video an. Ich habe auf jeden Fall meine Skincare drauf und den passenden Pulli für heute. Für Weihnachten ist auch dabei, der ist schön flauschig. Ja. Ich würde sagen, wir starten mit dem Primer. Und da habe ich mir rausgesucht von Charles Tilbury. Der ist allerdings schon ein bisschen älter. Und hier sind noch ein paar Flecken, weil der hat leicht Pigment. Das ist auf jeden Fall der Charles Tilbury Primer, der sehr glowy ist. Und ich möchte auf jeden Fall zu Silvester eine sehr glowy Base haben. Ja, hier läuft es auch schon raus. Das sieht so aus. Und ich würde sagen, ich gebe mir das auf den Stellen, wo ich ihn am meisten brauche, wo meine Poren am meisten zu sehen sind. Ja, eigentlich hatte ich das ein bisschen anders davor. Und ich würde sagen, so machen wir es jetzt auch, wenn ich auch beide Seiten aufgetragen habe. Ich mache immer die eine Hälfte und die andere Hälfte mache ich off camera, damit dieses Video nicht komplett explodiert. Ja, dann würde ich sagen, ich klopfe mir das mit den Fingern hier so in die Haut ein. Wie ihr sehen könnt, hat es kein Pigment. Das ist so ein leichter Color Corrector mit drin. Und wie gesagt, jede Menge Glow. So, und die andere Hälfte mache ich jetzt einfach off camera. Bis gleich. Da bin ich auch wieder zurück. Der Primer ist aufgetragen. Das ist einer meiner Lieblingsprimer. Den habe ich auch schon super lange. Den benutze ich nur für besondere Anlässe. Und Silvester ist ein besonderer Anlass. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir weiter mit der Foundation. Und da habe ich natürlich rausgesucht, auch von Charles Tilbury, der Hollywood Flawless Filter in der Farbe Nummer 4. Genau. Ja, was gibt es denn so bei mir? Wie ihr gemerkt habt, gab es ja am Donnerstag leider kein Video von mir. Das ist dem geschuldet, dass mein Handy, womit ich filme, ups, den Geist aufgegeben hat. Das ist das zweite Apple-Telefon, das sich von mir verabschiedet. Ja, und somit konnte ich nicht drehen. Jetzt habe ich hier ein Ersatzhandy, was auch mein Firmenhandy ist. Wird gerade mal etwas entzweckt. Muss ja auch mal sein. Ansonsten hätte ich nicht drehen können. Gut, ich nehme dann wieder hier von Luvia den Foundation Pinsel und tupfe das so in die Haut rein. Ja, das Telefon hat den Geist aufgegeben. Einfach so. Display wurde schwarz und dann erschien nur noch der Apfel in blinkender Form. Ich war irgendwie richtig
erschrocken, so was ist jetzt passiert. Und es war einfach eine Linie im Display zu sehen. Ja, und da war mir klar, das Ding ist leider verreckt. Ja, und jetzt halte ich Ausschau nach einem neuen Handy. Eigentlich wollte ich weg von Apple, weil Apple einfach nicht mehr das ist, was es mal war. Und habe mich so ein bisschen im Internet schon mal schlau gemacht. So, ich mache die Seite hier schnell auf Kamera und bin gleich zurück. So, da bin ich auch wieder zurück. Wie ihr seht, habe ich einen sehr, sehr schönen Glow. Ich weiß nicht, aber dieses Handy lässt mich irgendwie in der Kamera dunkler rüberkommen. Ich bin mal gespannt, wie das sein wird, wenn das Video hochgeladen ist und ich das mal auf dem Fernseher sehen kann. Aber es wirkt auch für mich irgendwie dunkler. Ja, Primer und Foundation sind drauf. Beides von Charlotte Tilbury. Lieben wir. Ganz klar. Wir sind absolut pro Charlotte Tilbury. So, weiter geht's mit Concealer. Und da ich ja den Dior endlich leer habe, aufgebraucht habe, wie ihr auch in meinem aufgebrauchten Do's und Don'ts Videos sehen konntet, der ist weg. Wird es auch kein Backup geben, hat mir nicht so gut gefallen. Gibt für mich definitiv bessere. Und hier haben wir eins, und zwar im Segment von Drugstore, der mir super gut gefällt. Und zwar ist das der Pupacauva Cream Concealer in der Farbe 001. Das ist dieser hier. Könnt ihr das sehen? Hoffe ich doch. Ja, der ist von Pupa Milano. Und der ist zwar Drugstore. Pupa Milano ist bei uns hier im Drugstore nicht vertreten. Aber ihr könnt die Produkte online kaufen und bestellen. Und für ein Drugstore-Produkt finde ich den auch schon sehr teuer. Ich glaube, der hat mich um die 15, 16 € gekostet, vielleicht auch 19. Ist schon länger her, habe ich in Kroatien Urlaub ergattert und war aber auch mega begeistert von dem. Und der geht jetzt in die Langzeit-Review. Werde ich euch auf jeden Fall nochmal ein Update geben, aber der hat damals schon richtig, richtig gut funktioniert. Hat hier vorne auch so eine plastikabgeschrägte Spitze, lässt sich wesentlich besser verteilen und den muss man einfach so aufdrehen nach oben, wie so ein Drehmechanismus und da kommt das Produkt auch raus. Und den kann man super eben hier so platzieren. Und ich würde sagen, ich verblende das schnell und ja, nee, wir machen ja die eine Hälfte und dann die andere Hälfte. Alles klar, ich muss mal kurz noch mal ins Beauty Sponge von Real Techniques greifen. Der fühlt sich auch sehr leicht an. Hat ein schönes Tragegefühl. Ich gebe mir das auch immer auf das Lid drauf, quasi als ein Lidschattenprimer. Ja, lässt sich super verblenden. Oh, hier habe ich ein bisschen viel Produkt drauf. Aber wir haben hier noch die Stirn. Hier noch ein bisschen
hinzugeben. Ja, auch hier ein bisschen viel Produkt. Ja, hat eine schöne Deckkraft. Hat mir vor allem im Sommer sehr gut gefallen, weil der einfach sehr leicht ist und ein schönes Ergebnis zaubert. So, das verblenden wir dann später. So, ich mache wieder die andere Hälfte off-camera und bin gleich wieder da. So, da bin ich auch wieder. Concealer ist aufgetragen, gefällt mir richtig gut. Ich mag diesen Concealer sehr. Ja, und als nächstes würde ich sagen, gehen wir weiter mit Contouring und dann nehmen wir natürlich die Konturpalette von Luvia. Und hier gehen wir mal in die beiden Töne rein. Russet Brown and Dark Dessert. Hierzu nehme ich den Pinsel von, der ist so abgeschrägten Konturpinsel von Action. Kann man super die Nase mit konturieren. So. Ich würde sagen, ich verblende das Ganze. Mit was verblenden wir das? Wir nehmen den angeschrägten Pinsel von Luvia. Und jetzt heißt es blenden, 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 blenden. Auch hier blende ich nur die eine Seite und die andere Seite mache ich dann offline, weil das Blenden dauert hier lange. Obwohl es sich wirklich sehr gut verblenden lässt. Zu der Handy-Thematik komme ich gleich wieder. Das war natürlich sehr, sehr ärgerlich. Und zum Glück hatte ich kein Video gedreht im Voraus, weil da wäre ich wirklich sauer gewesen, wenn das Video jetzt weg wäre. Ich komme ja an keine Bilder mehr und an nichts mehr. Das Ding ist einfach nur noch schwarz. Leider, leider. Und jetzt muss ein neues her. Und so lange muss dieses Handy, aber ich komme hier wahnsinnig dunkel vor. Ich bin mal gespannt, wie das später sein wird. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich bin hier total ausgeleuchtet. Ich habe eine Softbox. Zwei Ringlichter. Ja. Ja, wie ihr seht, lässt sich super verblenden. Ich würde sagen, die andere Seite mache ich jetzt auf Kamera und bin gleich zurück. So, und da bin ich wieder. Gefällt mir richtig gut. Schönes Contouring, aber wir sind ja noch nicht fertig. So. Und jetzt machen wir weiter mit Setting Powder. Und hier habe ich von Revlon das Blood Setting Powder. Revlon ist bei uns, war mal vertreten in Drugstore, ist es aber nicht mehr, schon länger nicht mehr. Also ich habe schon super lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen.
Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr mal Revlon irgendwo gesehen habt. Also ich auf jeden Fall nicht. Könnt ihr aber auch könnt ihr auch online bestellen. Finde ich ein sehr, sehr gutes Setting Powder. Ist auch so leicht beige, nicht sehr hell. Fühlt sich auch sehr samtig-seidig an. Gefällt mir also auch sehr, sehr gut. Die Revlon-Produkte, muss ich schon sagen, sind schon sehr, sehr gut. Auch für Revlon, zumindest in Kroatien, ich weiß nicht, wie es hier online ist, aber in Kroatien waren die schon sehr hochpreisig für ein Drugstore-Label. Das hat auch um die 20 Euro gekostet. Ich weiß aber nicht, wie es online ist. Ich habe zum Beispiel gesehen, Pupa Milano war online hier in Deutschland wesentlich günstiger. Von Pupa Milano hatte ich ja auch die Lidschattenpalette Back to Nude. Aber diese hat mir leider nicht so zugesagt. Auch vom Pigment her nicht. Von der Pigmentierung her nicht. Und ja. Drauf haben wir es. Fühlt sich nicht so trocken an. Es ist, wie gesagt, seidig auf der Haut, satinhaft und unterstützt den Concealer, finde ich sehr, sehr schön. Ja, ich wirke immer noch sehr dunkel, sehr ungewohnt für mich in dieser Kamera mich anzuschauen. Ich wirke sehr dunkel. So, als nächstes nehmen wir Bronzer. Und Bronzer. Ja, Bronzer würde ich sagen, nehmen wir jetzt ein. Da wir viel Contouring haben und noch Contouring kommen wird, einen sehr leichten, helleren, eher für den Winter geeigneten Concealer, Bronzer. Und zwar nehmen wir den Bronzer hier von der Palette von Fab Factory. Das ist der hier, der wirkt in der Kamera viel dunkler, als er tatsächlich ist. Ja, dazu nehmen wir diesen Fluffy Pinsel. Ja, ich finde, der reicht auch absolut. Ein bisschen die Kontur hier nachgehen. Ja, auf jeden Fall habe ich mich nachher nicht weiterhin umgeschaut. Und diese Dinger, die sind ja wirklich sau, sau teuer. 1600, 1400, 1300. Und wie ihr wisst, ist ja mein Auto leider hinüber. Und ich bin auf der Suche nach einem neuen immer noch. Noch nicht fündig geworden. Ich habe zwar einen im Auge, aber jetzt über die Feiertage schwierig.
Aber nun gut. Vielleicht wird das ja. Ja, und dann möchte ich jetzt auch nicht solche Unmengen an Geld für ein Handy ausgeben, was ich übertrieben finde, ehrlich gesagt. Und zwar nicht nur Apple, sondern alle. So, ich komme wieder zurück zu dem Thema, kein Problem. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die Augenbrauen und da benutze ich, wie schon bereits gesagt, diesen Brow. Was ist das nochmal? Von Popfeel. Das ist die Palette von Temu. Und da war ja dieser Brow Pencil mit dabei. Nicht, dass er sonderlich super toll wäre. Und der ist so wachsig und hat so eine angeschrägte Spitze. Und man kann sehr, sehr gut damit arbeiten. Und deswegen benutze ich den gerade. Ja, und was soll ich jetzt hier noch zu sagen? Ja, aber es ist kein super tolles Produkt. Er bröselt, also die Spitze beim Auftragen, Gott sei Dank nicht, wenn man es auf der Brow hat, sonst würde ich ja nicht benutzen. Das ist so das einzige Produkt, was von Temu geblieben ist, was ich so benutze. Hinten ist auch nochmal so ein Spoolie dran. Damit bürste ich mir nochmal meine Augenbrauen zurecht. So, und dann würde ich sagen, da fallen schon leicht Krümelchen ab. Aber dann würde ich mich schon mal ganz gerne umschauen nach sowas Ähnlichem. Allerdings von einer anderen Brand, bestimmt nicht von Temu. So, das sind die Bros. Die Brothers. Ja, man kann sagen, die sind heute Brothers. Zwar keine Zwillinge, aber man kann sagen, sie sind Brothers. Ja, jetzt kommt Setting Spray. Und natürlich, was kann es anderes sein? Das Iconic Prep Set and Glow. Das verleiht mir noch einen zusätzlichen schönen Glow zu, nach den ganzen Puderprodukten, die ich drauf habe. Wow. Ja, es glowt ganz schön auf meiner Haut. Jetzt auch noch mal so ein kleines Bröselchen davon. Das ist halt, ja. Ich würde sagen, ich lasse das mal ein bisschen einziehen und bin gleich wieder zurück. So, da bin ich auch wieder zurück. Ja. Wir gehen weiter mit Lidschatten und da habe ich mir rausgesucht die Palette von Catrice, die kennt ihr ja schon, diese schöne Palette, die Christmas Story, den wunderschönen Packaging mit diesem Nussknacker, habe ich gerade bei Müller wieder gesehen. Gibt es einen Aufsteller, war aber schon stark vergriffen, es waren nur noch zwei Lippenstifte da. Und ungefähr drei dieser Paletten. Ja, scheint gut vergriffen zu sein, ist aber auch wirklich ein super schönes Produkt. Tolle Farben. Als Transition Shade benutze ich dieses Rosé-Puderrosa farbene. Und schaut euch mal das Pigment gleich an. Also das kann man auch alleine für sich tragen. Ja, ist halt nur so ein ganz zarter, ist halt ein Transition Shade, aber ich kann mir vorstellen,
Das ist für viele einfach so auch reicht. Ich finde, der Ton ist auch wunderschön. So ein richtiges Puderrosa. Habe ich so noch in keiner Palette gesehen. So Rosé-Gold schon, aber so ein Puderrosa habe ich, glaube ich, noch keiner Palette gesehen. Und sieht auch noch wunderschön aus. Gefällt mir richtig, richtig gut. Eigentlich sollte ich hier mal so einen fluffigeren Pinsel nehmen zum Verblenden. Lässt sich auch super verblenden. Und sieht wunderschön aus. Ja, zurück zum Handy. Auf jeden Fall, die Preise sind sowas von abnormal, was Handys angeht. Gerade was so die Flaggschiffe anbelangt. Und ich habe ja schon in 23, schon im Frühjahr, März, ist mir ein Handy kaputt gegangen. Also iPhone, das iPhone 12 Pro. Und da war ich bei Apple und da war die Platine kaputt. Und für das Wechseln der Platine wollten die 500 Euro haben. Ich meine, sorry, Leute, nein. Und ich habe es dann vor lauter Wut auch nicht machen lassen, sondern habe mir das gebraucht gekauft. Für 600, einfach weil ich das nicht eingesehen habe. Und im Urlaub habe ich es leider zwischen Kofferraum, also zwischendrin eingeklemmt und das Display war geschrottet. Dann habe ich hier das Display machen lassen und dann wurde das immer heiß und hat immer von selbst Nummern gewählt und Apps geöffnet. Richtig weird. Ja, und jetzt hat es den Geist nach 3 Monaten aufgegeben. Hätte ich das gewusst, hätte es auch damals nicht zur Reparatur gegeben, aber naja, im Nachhinein ist man halt leider immer schlauer. Ne? Ja, und aber da ich trotzdem nicht einsehe, jetzt über 1000 Euros für ein Handy auszugeben, werde ich mir wohl zum dritten Mal das iPhone 12 Pro holen. Ich kenne das Handy, ich weiß, was es kann und es bietet alles für meine Zwecke und liegt preistechnisch mittlerweile so um die 400 Euro. Vielleicht finde ich es auch irgendwie im Angebot noch günstiger, muss ich mal ein bisschen stöbern. Dafür brauche ich Zeit, was ich nicht habe und. Ja. Jetzt brauche ich erstmal einen Pinsel. Und sehr wahrscheinlich wird es auch das werden. Und jetzt gehe ich hier in dieses diepe, diepe Blau rein. Ganz leicht. Und ihr seht schon, was für ein Pigment das gibt. Wir machen heute so ein längeren Wing als das, was ich sonst trage. Es ist ja Silvester und wir wollen ja richtig, dass es richtig reinhaut. Und ich versuche das Ganze auch schon zu verblenden ein bisschen. Ich habe hier so einen angeschrägten, fester, gebundenen Pinsel. Baue lieber das Pigment auf, weil ich da mit Blau muss man halt so ein bisschen aufpassen. Ich will jetzt auch kein großes Fallout haben. Deswegen gehe ich da ganz zaghaft ins Fändchen mit dem Pinsel. Aber ich mache schon mal wunderschön. Gefällt mir richtig, richtig gut. So, und jetzt nehmen wir uns einen flafferigen Pinsel von Luvia. So, und dann gehen wir mal hier in den blauen Shade rein. Und verblende das. Und blende das schön ineinander. Ich bin es immer gewohnt, beide Augen gleichzeitig zu machen.
Ich hätte das gerne noch ein bisschen intensiver, deswegen gebe ich da noch mehr drauf, um mehr Produkt drauf zu bringen. Finde ich aber schon richtig fancy. Ein wunderschönes Königsblau, würde ich sagen. Was hier unsere Christmas Story Palette uns erzählt. So. Und für das bewegliche Lid benutze ich hier dieses Blau. Richtig buttrig. Ist ein metallischer Shade und guckt euch mal bitte das an. Das sieht aus wie ein See, der in Mondschein leuchtet. So habe ich mir das vorgestellt, so richtig knallig, poppig. Ja, so, ich würde sagen, das zweite Auge machen wir off-camera und ich bin gleich wieder zurück. Da bin ich wieder zurück und dieses Blau hat so eine Intensität, vor allem der metallische Shade. Einfach nur bam. Ja, Fallout, wie ihr sehen könnt. Aber das ist halt ein metallischer Shade und wir haben ja auch richtig draufgehauen. Sei es mal dem geschuldet. Ich nehme hier mal meinen Make-up-Pinsel. So, gefällt mir richtig, richtig gut. Richtig bam. Knallt das Blau. Mein Grün sticht auch nochmal mit raus. Ich überlege, ob ich das noch ein bisschen an den Seiten verdunkeln soll. Ob ich da mit diesem Rot, mit diesem Ziegelsteinrot reingehen sollte. Aber ich glaube, jetzt noch Rot, dann wird es ein bisschen zu überladen. Da wir sowieso Eyeliner nehmen und ja, würde ich sagen. Lassen wir das so. Hier sehe ich noch ein bisschen die Ecke ein bisschen mehr ausarbeiten. Mega schön. So kann Silvester, können wir es an Silvester knallen lassen. So, und für unten würde ich sagen, nehme ich auch das Blau, gebe es mir aber leichter drunter, nicht so intens. Ich versuche das Ganze mal ein wenig zu verblenden. Und es lässt sich halt einfach auch mal super ausblenden. Erzählt wirklich eine schöne Story. So, und dann nehmen wir Eyeliner. Und das ist das gute Stück von Revlon, was ich die ganze Zeit benutze. Ja, hat auch so um die 10, 11, 12 Euro gekostet, aber eine ganz feine Spitze. Wer sich den holt, sollte bedenken, dass der erst nach paar Mal benutzen, so in Fahrt kommt, was Farbe angeht. Ich nehme jetzt mal den Spiegel hier von der Palette. So, ihr könnt es sehen. Die liebe die Lara hat mich gefragt, wie ich meinen Wing ziehe. Dazu werde ich auch noch mal ein gesondertes Video machen, wo ich euch richtig näher rannehmen werde.
Et voilà. Alana ist drauf. Ich mache gerade die andere Seite und bin gleich zurück. Alana sitzt, ich bin wieder zurück. Gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist ein richtig knaller Silvester. Blauer See im Mondschein. Look. Gefällt mir mega. Ich finde auch, das Grün ist von meinen Augen sticht hier raus, obwohl man sagt, Grün und Blau sollte nicht so passen. Sehe ich ein bisschen anders. Ich muss aber sagen, noch mehr, was noch mehr für meine Augen tot ist, tatsächlich grüner Lidschatten. Mega. Gefällt mir richtig, richtig gut. So, für die Wasserlinie unter dem Auge nehme ich hier wie immer, kennt ihr schon zu Genüge von Revlon, der Intense Eyeliner in der Farbe 01 Black. Ist eigentlich ein Eyeliner, aber ja, gehe ich mir hier in die Wasserlinie entlang und verdunkle das auch hier nochmal. Gehe auch in die Wasserlinie. Et voilà. Gefällt mir einfach nur mega gut. Wird immer besser. Dann auch Mascara. Ja, mega. Jetzt, wir sehen, meine Base ist auch super glowy. Sehr, sehr schön. Und der Concealer macht genau das, was er machen soll. Also ein super Concealer. Wie ihr seht, ist es schön hell hier in der T-Zone. Aber das ist mir noch nicht genug. Und ich bin schon wirklich so braun im Gesicht. Wir nehmen noch von Charles Tilbury das Contouring. Das kennt ihr bestimmt ja auch schon zu Genüge. Habt ihr bei mir auf jeden Fall schon gesehen, so ein Schwämmchen. Hier ist schon jede Menge Produkt drauf. Das gebe ich mir hier so ein, zweimal, tupfe ich mir das hier oben drauf und hier oben auf der Stirn. Ist auch sehr glowy. Liebe ich. Absolut. Ich liebe alle Produkte von Charles Tilbury. Ist halt auch wirklich schweineteuer, muss man schon sagen. Sehr, sehr teuer. Aber die Produkte, ich hatte bis jetzt noch nicht ein Produkt, wo ich sage, oh mein Gott, das ist so schlecht. Ganz im Gegenteil, alles, was ich von ihr bisher hatte und habe, funktioniert für mich mega. Und ich schwöre einfach auf Charles Tilbury Produkten. Auch in meinem Umfeld, wenn mich jemand fragt, was ist das Beste, dann Charles Tilbury. Ja, wie ich sehe, meine Kollegen aus dem Content Creator Bereich im Beauty haben ja schon alle fleißig ihre Jahresfavoriten hochgeladen, so dass ihr jetzt total quasi geschwemmt wurde damit. Deswegen ziehe ich das Silvestervideo vor, aus diesem Grund und aus dem Grund, weil Silvester schon auch naht. Können wir bitte mal über diese Base reden? Reden. Ich verblende das noch mal ein bisschen mehr. Einfach wunderschön. Ich sehe aus, als wäre ich hier 3 Wochen auf Hawaii gewesen. Oh mein Gott. Ja, gefällt mir mega. Dieses intense Blau, was so leuchtend ist, ist wirklich nur der Hammer. Wunderschön, gefällt mir richtig, richtig gut. So, und jetzt machen wir was? Wir machen jetzt die Lippe. Nee, wir machen nicht die Lippe. Wir machen jetzt erstmal Mascara. Wir machen die Augen jetzt komplett fertig.
Und hier habe ich die Mascara von Maybelline New York Surreal. In der Farbe Black natürlich. Ja, die habt ihr auch schon mal bei mir gesehen. Kommt mit so einem Bürstchen daher. Ich muss auch sagen, es ist wirklich eine gute Mascara. Macht ein schönes Volumen. Brauche ich auch mal wieder einen Spiegel, der näher dran ist. Nehme ich wieder den hier. Ihr könnt alles sehen. Erstmal nehme ich die Wimpern von oben. Das ist so intensives Blau, Wahnsinn. Und für den Abend einfach mal mega schön. Ja, nach meinen Wimpern-Extensions, die jetzt draußen sind, muss ich sagen, sind mir leider meine eigenen Wimpern wohl abgebrochen. Ich habe jetzt nur noch so kürzere Härchen und ich hoffe, die wachsen schnell wieder nach. Da hilft auch nichts die beste Mascara der Welt. Vielleicht würde ich zu dem Look nochmal Fake Lashes aufkleben. Müsste ich mir mal welche besorgen. So. So, ich würde sagen, ich mache das andere Auge auch noch und bin dann gleich zurück. So, meine Lieben, da bin ich auch wieder zurück. Die Wimpern sind getuscht. Gefällt mir richtig, richtig gut. Auch die Base und auch das Augen-Make-up. Also, bam, wenn man da kein Hingucker ist, an Silvester, man spiegelt Silvester schon selber im Gesicht. Und dazu ein ruhiges Outfit, was sich eher zurückhält. Mega. Für den inneren Augenwinkel nehme ich so einen kleinen angeschrägten Pinsel. Nehme ich dieses Gold hier, gehe aber ganz leicht nur rein, klopfe das ab. So, mehr würde ich hier auch nicht machen. Nur so kleine Akzente setzen. Hier dem Wing entlang. Genau, so würde ich es lassen. So, wir haben noch gar kein Blush drauf. Und da würde ich jetzt wählen diesen mauvigen Blush, das ist so altrosa. Nehme ich auch mal den hier. Ja, ich glaube, der passt super dazu. Auf der Nase noch drauf. Und Highlighter. Highlighter hätte ich dann den hier von Revlon. Das war auch mal eine Limited Edition. Den gibt es, glaube ich, leider nicht mehr. Vielleicht jetzt wieder zum Winter hin. Ist so ein super schöner Champagnerton. So ein Rosé-Gold eher. Der wird auch super passen. Und dafür nehme ich diesen Pinsel. Und den gebe ich mir auch unters Auge.
Der ist super, super schön. Wunderschön. So. Gefällt mir richtig, richtig gut. Dann kommen wir zur Lippe. Habe ich jetzt alles? Ja, wir kommen jetzt zur Lippe. Und da habe ich genommen den Lip Liner von Zoeva. Velvet Love. Und der ist in einem Goldton. Und wie ihr seht, gibt er schön Pigment ab, ist sehr weich. Gleitet wunderschön an den Konturen. Ich gebe den auch nochmal hier im Inneren der Lippe. Wunderschön. So, als Lippenstift natürlich der von BU, wie angekündigt. Das ist dieser Holographic, der in so einem Gold, Pink, Lila stichig ist. Der changiert in verschiedenen Farben je nach Lichteinfall. Und wenn das nicht Silvester ist, dann weiß ich auch nicht. Wow, Metallic pur. Passt aber ganz gut zu dem Blau, finde ich. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ist wunderschön. So, haben wir noch irgendwas vergessen? Nee, das habe ich. Ich habe eigentlich alles. Ja, das ist der Look. Ich würde sagen, wow, dieses Video ist, oh mein Gott. Ich finde, das Augen-Make-up ist richtig intens, wunderschön. Die Base, richtig schön, schön konturiert jetzt noch die Haare, muss man sich dazu vorstellen. Aber ich würde sagen, das ist der Look. So, und ich werde jetzt noch mal mein Outfit abfilmen und noch mal meine Haare mehr stylen und würde euch das dann noch mal einblenden. Sag aber jetzt hier schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir auch. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch schon mal jetzt. Aber es kommt noch ein Video. Und zwar das fehlende Video für Donnerstag folgt am Dienstag und das wird wohl das Jahresfavoriten werden. Und ja, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr diesen Look findet. Ich finde ihn mega gut gelungen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich mit dem fertigen Look. Bis dahin, ich verabschiede mich schon mal. Eure Gina Juicy. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Bye.